Gut, darf ich. Oh. Meine Fresse. Gut, wir warten mal. Wenn was auftaucht. Zack, du Stein. Zack, du Stein. Zack. Gefällt mir so nicht, aber so kann ich sie zumindest heilen. Gut, wir speichern. Wir gehen wieder rüber. Wir machen weiter. Macht ein Snilox Schneeballschwarm hier hin. Gut. Sehr schön. Und wir hauen ab. Wir haben ja die Elfenschrulle platt. Wir speichern. Oh, wir ruhen. Wir speichern. Wir gehen rüber. Wir gucken mal, was er hat. Oh, Plattenpanzer. Okay, das gucken wir uns drüben an. Inventar. Was haben wir denn? Mittelgroßes Schild. Leid Ilmarias Absen. Ein Schwert, ein Plattenpanzer, den wir nicht gerade nehmen können. Ja, gut, okay, Moment. Nochmal. Mittelgroßer Schild, nicht identifizieren. Zauber. Der Silberschild. Dieser Silberschild war einst in der Hand der Zelderin zu Hause, wo er dazu diente, seinen Träger vor gefährlicher Magie und Angriffen zu schützen. Weil er speziell für Elfen gefertigt war, ließen die plündernden Orks und Goblins den Schild im Turm zurück. Maid Ilmadia zog ihn dann aus den Ruinen. Plus 3 Bonus, plus 25% auf Magieresistenz, kann nur verwendet werden von Elfen und Halbelfen. Ja, wunderbar. Wiegt wie viel? Gewicht 5. Danke. Penner, ihr Blöden. Danke für nichts. Was ist das für ein Trank? Schnelligkeitsöl. Hat, glaub sie, ne? So. Plattenpanzer. Identifizieren. Zauber. Rüstung des schwarzen Schwans. Iron Kingdoms? Hallo? Okay. Diese Rüstung wurde vom Zwergenschmied Karador und einem elfischen Zauberer namens Ela Mess von den 5 Bäumen angefertigt. In der Zeit, als die Hunter Seldarin und Dornti Verbündete waren, wurde so mancher wundersame Gegenstand fabriziert. Einer davon war diese Rüstung. Sie ist außerordentlich leicht und schön und wurde ursprünglich von einem weiblichen Elfenmarschall in der abgetrennten Hand getragen. Dies ist auch der Grund, weshalb die Orks sie bei der Plünderung der Türme nicht mitgenommen haben. Die Rüstung wurde später von der Maid Ilmadia aus der Hand gestohlen. Rüstungsklasse 1. Feuer wird stehen, Kälte wird stehen, Elektrizität, Säure, Charisma. Kann nicht verwenden von Bahndruiden, Magien oder Dieben. Gehen wir mal rüber. Langschwert. Identifizieren. Alarmion. Dieses Langschwert ist Teil eines Waffenpaars. Ergänzt wird es durch das Kurzschwert Malamion. Die Klinge des Alarmion-Schwerts ist geringfügig dünner als die eines typischen Langschwerts. Entschuldigung. Und besitzt einen dünnen Fuller. Also eine Kerbe. Die hier sich hier die Klinge langzieht, die eingeschmiedet wird, wodurch das Metall verdichtet wird und dadurch dem Schwert zusätzliche Stabilität bietet. Es halten sich immer noch die Geschichten von, da läuft das Blut besser ab. Vielleicht, das ist aber nicht der Zweck, das ist dann maximal ein
Nebeneffekt. Und zudem, wer sein Schwert nach dem Kampf nicht sauber macht, ist sowieso entweder nicht mehr in der Lage, es zu benutzen oder gehört vertauschen. Ja. Eingeätzte Schneeflockenmuster ziehen sich über die gesamte Länge des Schwerts, wobei die meisten unter dem Griff konzentriert sind. Der Schwertgriff besteht aus einer Bronzelage zwischen zwei gelblichen Elfenbeinschichten, die geschnitzt sind und Wolken darstellen, aus denen Wind und Schnee herauskommen. In der Griffschale ist Perlmutt eingelegt, das mit Bronzebändern gehalten wird. Der Knauf der Waffe ist eine massive Bronzekugel, in die unten das Schneeflockensymbol Aurils eingraviert ist. Aha. Die Geschichte dieser Klinge und ihrer Schwester ist vollständig dokumentiert. Vor ungefähr 200 Jahren wurde ein Magier aus Shannas namens Obren, der Linkshänder, beauftragt, ein Schwertpaar zu Ehren Aurils anzufertigen. Obren übernahm die Aufgabe nur widerwillig und brauchte 5 Jahre, bis er Alamion Vater Frost und Malamion Baby Frost hergestellt hatte. Nach Streitigkeiten über die Bezahlung versuchten mehrere Priester des Auril, Obren die Schwerter mit Gewalt zu entreißen. Der genaue Ausgang dieses Kampfes ist ungewiss, doch fest steht, dass Obrens Schwert nicht in die Hände der Auril-Treuen gelangte. 30 Jahre später brüstete sich ein Krieger namens Perdino in Procampur damit, dass er eine Klinge besäße, mit der er Dämonen auf einen Schlag töten könnte. 210 Tage später wurde Perdino tot am Strand gefunden, durchlöchert von vergifteten Armbrustbolzen. Ups. Der neue Besitzer Alaminios war ein eitler, egoistischer Dieb namens Pellas der Helle. 14 Jahre zuvor war Pellas das Malamion ganz zufällig in die Hände gefallen und seit er von der Existenz der Schwesterklinge wusste, wollte er auch diese haben. Pellas behielt das Schwert bis zu seinem Tod von der Hand eines Paladins des Torm namens Garion Renold. Garion erkannte den unschätzbaren Wert der Klingen, als er gegen die aufgebrachten Bewohner der äußeren Ebenen kämpfte und so wurden die beiden Schwerter von einer Paladin-Generation zur nächsten weitergereicht. Heleban von Itmong, ein Paladin des Tyr, war der letzte Krieger, von dem bekannt ist, dass er dieses Schwert benutzte. Seine Kämpfe gegen Sklavenhalter und Piraten an der Schwertküste haben ihn wahrscheinlich früh aus dieser Welt gerufen. 1 bis 8 plus 3 plus 5 gegen Salamander. Oh, plus 10 Widerstandskraft gegen Feuer. Abzug von Widerstandsfähigkeit minus 5 Kälte. Mhm. Oh ja, okay. Das ist doch dann was für sie. Schick. Mhm. Du kannst mal das Symbol nehmen. Sie hat Schnelligkeitsöl. Was ist das? Ach, wer? Der Scheiß. Moment. Das kann er tragen. So. Das hat Rüstungsklasse 1. Das hat Rüstungsklasse 0. Ist besser. Okay. Gehen wir mal ihr. Sie hat Rüstungsklasse 0. Rüstungsklasse 1. Hm. Hm. Er hat Rüstungsklasse 2. Er hat Plattenpanzer plus 1. Rüstungsschwarzen Schwanz. Charisma plus 1. Naja gut, okay, ist das nicht so wichtig. Mhm. Sie hatte Kettenhemd des Lebens, genau. Aber macht nichts, kann sie tragen. Nein, was? Hier. Badetruide, Magier und Dieb kannst du nicht benutzen. Alles klar, gut, dann kann er aber erstmal tragen. Also rumschleifen. Tragen. Gut, hatte ich alles? Ich glaube, das war's, ne? Stimmt, das Schwert. Sie soll ja noch das Schwert benutzen. Was wiegt das? Das wiegt 5. Ja, fertig. Hallo, danke. Komm, sehr plus 3 Frostbrand. Plus 3. Plus 8 plus 8 plus 3. Was ist das nochmal? Gegen Untote. Untote brauche ich glaube ich auch nicht mehr so unbedingt. Ja, benutze mal das Schwert. Ich meine, das ist 1 plus 8 plus 3 plus 5 gegen Salamander. Naja gut, jetzt bringt mir das nicht wirklich viel mehr gegen Riesen, aber ist okay. So, sortiert euch mal wieder um, dass wir wieder in der richtigen Ordnung rauskommen. Danke. Und okay, alles klar. Du gleich ein. Zack. Greift mal alle an und du.
Tut mir leid, aber ich kann... Ja, toll. Voll verschwendet. Ich mach's so schmerzlos wie möglich. Ich will nur kurz rüber gehen, damit die wieder so stehen richtig. Fast tot. Ah ja, okay, komm mal her. Mit mir kannst du dich nicht messen. Aha. Noch einer. Fast tot. Ja, okay. Mhm, okay. Ja. Was das? Ich glaube fast das war's, hä? Ja, das war's wohl fast, hä? Ja. Okay. Scheint so. Achso, ist das gewesen. Ja, alle tot. Schee. Diese Ruhe und diese unerträgliche Hitze da. Boah. Ach, hier hätte ich auch noch durch können. Was ist das? Ein Sofa oder eine Badewanne? Nein, halt. Such mal bitte nach Fallen. Ich trau der ollen Schrula nicht. Der fiesen Schlampe, so wie sie gesagt haben. Ich find's so geil. Oh. Ja, nice. Mhm. Ja, okay. Okay, sonst war hier nichts, nur die drei, ne? Was? Achso. Was haben wir denn? Trank des magischen Schildes. Dieses wirkungsvolle Elixier verleiht dem Trinkenden 15%ige Widerstandsfähigkeit gegen jede Form von magischem Schaden. Da die Wirkung drei Phasen lang anhält, ist dieser Trank etwas kampfspezifischer. Plus 50% Widerstand gegen alle Arten magischer, nicht körperlichen Schadens. Alle Rettungswürfe werden automatisch ausgeführt. Wirkens dauert drei Runden. Boah. Das ist echt Slow Bob, ey. Also, muss man wirklich mal sagen. Identifizieren wir mal. Bastard Schwert plus 3. Einäscherungsofen. Ein S. So viel. Einäscherungsofen. Die Kunst voller Verarbeitung wird durch kleine Runen gekrönt, die überall auf der Oberfläche eingraviert sind. Die Herstellung hat sicher sehr viel Zeit und Mühe erfordert. Bei genauerer Betrachtung sieht man auch, dass die Runen leicht hellblau schimmern. Aha. 1 bis 2 bis 8 plus 3. 50% Chance. 1 bis 8 Chance von das Feuer. 10% Chance, dass Zielwesen betäubt wird. Ein Handschwert. Ja, gut, ist jetzt nicht so geil. Mal die Axt. Das ist wahrscheinlich eine Zweihand. Zweihändige Axt, ja. Oh, ich habe keine Zauber mehr. Ja, sowas aber auch. Wie konnte das denn passieren hier? Was soll denn der Scheiß? Ich habe jetzt Krillaks Abzeichen, ich habe Jorils Abzeichen, ich habe Maid Ilmadias Abzeichen. Die gerne schwarze Einhörner gezüchtet hätte. Hätte Fahrradkette, ne? Das war der Schild der nur Elfen? Ja. Zum Glück habe ich keine Elfen gebaut, ne? Nur Menschen gebaut, ne? Ja. Naja, egal. Passiert. Ja. Achso, ja, stimmt. Ich wollte identifizieren. Nein. Meine Güte, warum trinke ich? Zum Glück kann ich im Kampf nicht speichern. Also nicht schnell speichern, nee, sonst hätte ich mir echt schon 2-3 Speicherstände versaut. Des Feindes Schicksal. Diese starke Waffe besteht aus einem 1,20 bis 1,30 langen Stiel und einer sehr schweren Klinge. Aber wenn ich mir die Charaktere angucke, sind die Stiele bedeutend länger.
Sie kommt entweder in dieser riesigen Klinge sind zwergische Runen eingeritzt, die der Axt noch mehr Macht verleihen sollen. Mhm. 1 bis 10 plus 4, 25% das Ziel in Berserkerbolt, 25% 1 bis 6 Schaden durch Elektrizität. Ja, da haben wir 1 bis 6 plus 5, da haben wir 1 W8 plus 3, also 1 bis 8 plus 3, da haben wir 1 bis 10 plus 3, Feuer, da haben wir 1 bis 10 plus 4, Wassergewut, Elektrizität, was haben wir da, 1 bis 10 plus 3 und hier haben wir 1 bis 10 plus 4, ach dann, soll er nehmen, Schatzi, aber trotzdem weiter den Speer benutzen. Ja, okay. Ja, gut. Das wäre das. Hier war es dann nichts mehr, ne? Gut. Wo käme er denn da hin? Ja, wo kommen wir denn da hin? Ach, das ist nur eine Flagge. Okay. Wenn wir hier auf der Map gucken, ist soweit sonst, glaube ich, auch alles erreicht. Ja, dann kommen wir doch mal hier hoch und wir können wieder die breite Formation nehmen. Lauft mal bitte hier hoch und ich trinke so lange mal kurz einen Schluck. Stimmt, das habe ich ganz vergessen, glaube ich, das letzte Mal zu erzählen. Ich glaube mit 3 Spielen. Upsa. Hicks. Da erwischt mich der Hicks. Ich glaube mit 3 Spielen synchron habe ich mich ein bisschen übernommen. Ich werde es jetzt auf jeden Fall erstmal reduzieren auf 2. Ich werde jetzt erst Icewind Dale und Diablo 2 weiterspielen. Wenn eins davon fertig ist, werde ich mit Morrowind weitermachen. Und wenn dann das zweite fertig ist, wird dann ein anderes Spiel dann wiederkommen. Also dann, im Prinzip werde ich dann auf Dauer gesehen Morrowind spielen, bis wir damit soweit durch sind. Das wird ja eine längere Sache. Und dann immer ein Spiel sonst noch dazu. Ja, Ende Januar habe ich ja jetzt praktische Abschlussprüfung. Da muss man mal gucken, wie es da weitergeht mit Job. Und den Kur will ich eigentlich auch noch, muss man mal schauen. Ja, wird man was sehen. Aber auf jeden Fall, das ist definitiv, wird erstmal jetzt nur 2 Spiele geben. Jetzt erstmal die 2 hier fertig machen und dann Morrowind und ein anderes. Wird wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird es XCOM Enemy Unknown, beziehungsweise XCOM mit dem Add-on Enemy Within. Also XCOM Enemy Unknown mit der Erweiterung Enemy Within. Das wird wahrscheinlich danach dann kommen. Ja, dann gehen wir doch mal hier rüber. Aha. Kennen wir das? Nein, kennen wir nicht. Okay, dann komm du mal her, du Knochenwachenskelett. Fast tot, okay, ja. Moment mal. Benutzt du mal die. Du hast... das mal rüber, genau. Benutzt du dann mal die. Ist gegen Untote. Ja, das passt soweit alles. Das passt soweit. Okay, alles klar. Ja. Liegt da was? Und hier ist was fallen lassen? Nein. Aha. Was ist schwarz? Wer ist schwarz? Hast du was gegen Schwarze oder was? Aha. Nein, so will ich das jetzt auch. So.
Mhm. Ja, okay, gut. Soweit ist es doch ganz praktisch. Hallo? Also ich kann auch trotzdem so lang ziehen, okay. Nur der Magier steht jetzt halt noch oben. Naja, okay, gut zu wissen. 3000. Die sind ja jetzt nicht so stark irgendwie. Was ist schwarz? Hä? Was ist das? Zeig mal, was du kannst! Du kommst mal bitte hier runter. Und du stehst mir auch ein bisschen nah da dran. Ist hier das geht alles, bitte, was ich kann? Das ist so krass, dass die dann so überhaupt keine Gefahr mehr sind, ne? Was habe ich mich mal vor denen so unglaublich gefürchtet? Ja, ich weiß, was schon wieder einen ganzen Stapel Pfeile verballert. Bruder Atzon. Du bist tot. Tut mir leid, aber ich... So, Moment, warte mal. Ist das alles, was du kannst? Ich werde dir den Weg zu deinem... Ja, die sind halt echt nur gefährlich, ne? Naja, okay, gut, das ist das Banner wieder mit dem ganzen gleichen Zeug, das wir ja schon kennen. Da liegt irgendwer. Wer auch immer und warum auch immer. Ja, da liegt, jetzt liegt da unten ein Skelett. Zeig mal, was du kannst. Feuer bringt. Sie ist ich wasch mir meinen gelaufen. Bart in deinem Blut! Na ja, gib mir deine geile Klinge, du Sau! Und hier ist echt nichts, ne? Oberarmschiene, Armkabel, Unterarmschiene, was? Hat? Vorderflug, Bauchreifen. Die da in magischen Gefängnissen oder Bruder Haken von Gott vergeben findet verlorene Seele findet Kind versteckt in Grube. Was? Knie, Beinhöhe, Kniebuckel, was? Da zählt irgendwie Rüstungsteile auf. Aber warum? Bruder Perdim. Willkommen in unserer bescheidenen Kirche, Jünger des Leins. Ich bin Bruder Perdim, Diener Ilmatas. Was führt euch hierher? Sucht die Ekstase durch die Hände der Diener Ilmatas? Dieser Tempel sieht nicht aus wie ein Ort, an dem gütige, sanfte Götter verehrt werden. Nein, ich suche nicht nach Ekstase, ich suche den ehrwürdigen Bruder Pockfelin. Ich suche nichts Derartiges, lasst mich nur lebt wohl. Nee, ich suche den Bruder. Wenn ihr den ehrwürdigen Bruder Pockfelin sucht, dann sucht ihr auch Ekstase. Erster Weg, auf den wir ins Paradies gelangen. Er zeigt uns die wahre Verehrung in Maltas. Er zeigt uns das kommende Zeichen. Nicht mehr die blutige Folterbank, sondern die gefesselten Hände. Er glaubt, dass es in den nächsten Jahren oft benutzt werden wird. Hört mal, wir glauben, dass Pockfelin in ziemlich üble Machenschaften verstrickt ist. Das ist euch doch nicht egal. Wacht auf, Perdim. Pockfelin benutzt euch nur, dient ihm, nicht Ilmata. Sagt uns einfach, wo Pockfelin ist, okay? Der ehrwürdige Bruder ist oben in der Himmelfahrtshöhle. Er darf nicht gestört werden. Er hat mir, einem seiner treuen Leutnants, einen Schlüssel für die Treppe gegeben. Man braucht alle 6, um hinaufzugelangen. So könnt ihr nur in einer Konklave als Gleichberechtigte. So können wir ihn nur in einer Konklave als Gleichberechtigte treffen. Ja, okay. Ich kann keine Seele unberührt und keinen Sinn betrübt lassen.
Wenn er versucht, auf diesem heiligen Boden zu reisen, werdet ihr den Dienern Ilmatas begegnen. Meine armen Brüder haben sich im Glauben nicht bewährt. Nun dienen sie Ilmata über das Grab hinaus. Ihr seid gewarnt worden, Gläubiger. Was? Ach, höhere Mumie, soulsengende Kugel. Ja, leck mir am Arsch, Alter. Was rennst du denn auch jedes Mal da hinten dran rum? Du dumme Pflunz. Hat es irgendwer zu dir gesagt? Nein, hat keiner. Also, aufhör damit. Ja. Mit eurem Blut und euren Knochen, was? Kommt zum Geweihtentempel des, was? Was auch immer. Wir speichern mal. Jetzt gehen wir mal ein Stück vor. Und dann hauen wir mal einen Sneedogs Schneeballschwarm hier hin. Glimpswurf gegen Zauber, okay. Mhm. Höhere Mumie. Was hast du denn noch hier, Mama? Ja, das sieht mittlerweile doch recht brauchbar aus. Schön. Was haben die? Versteinert? Nee, was? Schmerz. Okay. Gut, ja. Du bist was? Oh, keine Ahnung, was mit dir ist gerade. Eieieiei. Der ist aber tot, ne? Da ist auch kein Schlüssel mehr. Geht der hat Zauber doch irgendwie wieder weg. Kann ich ruhen? Ihr könnt hier nicht rasten. Nein, nein. Dann machen wir es mal anders. Wir gehen. Einfach kurz und speichern wir hier. Hier. Nein, das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Meine Güte, ey. Was war das denn jetzt wieder für eine Kacke, ey? Der hat definitiv keinen Schlüssel mehr, ne? Ich würde sagen, nicht. Ja, zurück und tuff. Ja, ja, okay. Ach, die sind halt echt, also die zumindest sind echt keine Bedrohung mehr. Die höhere Mumie war jetzt schon ein bisschen, was, Bärlatsch? Moment mal, hat die schon wieder, boah, ja. Katze. Was frage ich denn überhaupt? Und er darf auch mal nachfüllen. Bärlatsch. Keine Ahnung, was ein Bärlatsch ist. Also ich bin jetzt so, was Rüstung angeht und so, nicht ganz unerfahren. Von Gott vergeben findet verlorene Seele, findet Kind versteckt in Grube. Ich habe keine Ahnung, was der Kerl da labert. Zurück. Ist das alles, was du kannst? Pro Urgent